Das ist korrekt. Ihre Freundin hat einen Brief abgegeben. Und, weiter? Ja, kann ich mal sehen, bitte? Wozu? Karl hat die falsche Postleitzahl draufgeschrieben und hat mich jetzt geschickt, dass ich den zurückhole. Bitte. Ach so. Schauen wir heute einfach mal nach. Ich mach das schon. Hände weg. Da haben wir ihn ja schon. Herzog und Herzogin von Krondorf. Das sind ja neuerdings Ihre Eltern, gell? Was haben Sie denn für eine Postleitzahl, der Herr Papa und die Frau Mama? Ha? Herr Sombichler, kann ich jetzt bitte den Brief haben? Gibt's denn überhaupt diesen Herzog von Krondorf oder ist es nur wieder eine Ihrer Erfindungen? Schön wär's. Ach, so ist es. Jetzt verstehe ich das erst. Sie haben Angst, der Brief könnte ankommen und einige Verwirrung stiften. Und jetzt wollen Sie mit meiner Hilfe verschwinden lassen. Und dafür lügen Sie mich auch noch an. Ich wollte die Sache diskret behandeln, Herr Sommichler. Was soll ich denn jetzt machen? Das habe ich Ihnen schon einmal erklärt, die Wahrheit sagen. Dann verlässt Carla mich aber. Und Sie haben doch selber gesehen, sie ist das liebevollste und hübscheste Mädchen, was hier rumläuft. Außerdem bin ich Ihr Traumprinz. Was ja nun ein tragischer Irrtum ist. Armes Kind. Herr Sommichler, um der alten Zeiten willen. Ich hoffe, ich kann Ihnen nicht helfen. Der Brief wird ordnungsgemäß abgeschickt werden. Das ist mein Untergang. Ach, vielleicht bringe ich ihn sogar am besten selber zur Post, damit er nicht zufälligerweise doch noch verloren geht, ha? Früher waren Sie nicht so hart. Doch, Sie täuschen sich, Xaver. Ich war immer schon so. Und vor allem zu Ihnen, weil Sie absolut nichts dazulernen. Ja, setzen Sie sich doch. Mögen Sie auch einen Kaffee? Nein, danke. Der Befund ist also negativ. Die Anzahl der Blasten hätte sich deutlich verringern müssen. Aber das gibt es doch nicht. Ich würde Ihnen gern was anderes sagen. Sie hat's gehört. Victoria hat's im Gefühl gehabt. Und wie soll sie es verkraften, wenn ich ihr das jetzt sage? Genau deshalb wollte ich Ihnen vorschlagen, es ihr eben nicht zu sagen. Aber sie wartet auf das Ergebnis. Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht. Und ich fürchte, dass diese Nachricht Sie demoralisieren und weit zurückwerfen wird. Ja, natürlich. Es wird Sie am Boden zerstören. Und Sie wissen ganz genau, wie wichtig die psychische Verfassung bei so einer Behandlung ist. Sie braucht gute Nachrichten. Wir müssen ihr Mut machen. Ja, schon, aber wie macht man einem Menschen in so einer Situation Mut, außer man erzählt ihm nicht die Wahrheit? Sie wollen, dass ich Sie anlüge? Ja. Wir müssen auf den zweiten Behandlungszyklus hoffen, mit einer veränderten Zusammensetzung der Zytostatika. Ich soll meiner Schwester sagen, alles ist gut gelaufen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich bin sicher, wir tun Ihrer Schwester keinen Gefallen, wenn wir jetzt alle Hoffnung nehmen. Ein Erfolg der Therapie, den wir uns alle wünschen, rückt dann in weite Ferne. Entschuldigung? Ja? Ich hätte gerne einen Plantis Punch. Tut mir leid, unser Barkeeper kommt leider erst später am Abend. Aha, und sonst ist keiner da, der mir einen Cocktail mixen kann. Und sowas schimpft sich Fünf-Sterne-Hotel. Hm.
Wer hat doch gelacht. So, was haben wir hier Schönes? Einen Espresso, bitte. Wie? Sie? Hinter der Bar? Sie arbeiten doch nicht etwa? Nein, ich betreibe Hilfe zur Selbsthilfe. Der Barkeeper kommt in diesem Luxuspalast nämlich erst um Mitternacht wahrscheinlich. Und was soll das werden? Ein Planters Punch. Ein Planters Punch. Mhm. Kann es sein, dass Sie noch nie einen gemixt haben? Sie etwa? 3 Zähl Weißerum, 3 Zähl Braunerum, 5 Zähl Orangensaft, 5 Zähl Ananassaft und 1 Spritze Zitrone. Oh. Ja, ich glaube, wow. Das war's. Also, Sie kennen sich aus. Nochmal, Weißerum. Ja. Felix, bist du da? Rosalie? Hallo? Felix? Entschuldige bitte, dass ich einfach so reinplatze. Aber ich muss mich unbedingt bei dir bedanken. Es ist super gelaufen. Ich bin raus aus dem blöden Modelvertrag. Ah, ist doch schön. Ja, und deshalb habe ich dir einen kleinen Kuchen gebacken. Mit Schoki und Marzipan. Mm. Magst du doch so gern. Ja, danke. Danke. Ja, dann stelle ich den Kuchen mal da hinten hin, ja? Okay. Ja, dann bin ich wieder weg. Ja. Felix. Was ist denn los? Ist es wegen Rosalie? Ist es wegen deiner Schwester? Erzählen, was passiert ist. So, jetzt bin ich aber gespannt. Mhm. Na dann. Gut. Cheers. Cheers. Ist gar nicht so schlecht, oder? Nur an der Deko muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ach, diese Schämchen und Kirschen braucht kein Mensch. Mädelskram, hm? Sie sind also ein Macho. Und wie sind Sie zum Mixen gekommen? Da gab es doch mal diesen Hollywood-Streifen. Und der Kerl, der konnte wahnsinnig gut mixen und hat immer die schönsten Frauen abgekriegt. Und da dachten Sie... Was der kann, kann ich schon lang. Und da habe ich ein ganzes Cocktailbuch auswendig gelernt. Ah. Bis Sie entdeckt haben, dass man die tollen Frauen nicht abends in der Bar, sondern tagsüber beim Sport trifft. So ähnlich. Aber es geht ja nicht immer nur um das eine. Irgendwann kommt auch die Berufung dazu. Ja, darauf sollten wir anstoßen. Auf die berufliche Verwirklichung. Guten Abend. Das sieht gut aus. Was ist das? Ein Planters Punch. Weißer Rum, brauner Rum, gute Säfte. Ich hätte gern auch so einen kleinen. Sonst bin ich heute zu nichts mehr zu gebrauchen. Kommt sofort. Und? Wie läuft's? Ich habe Xaver von dem Brief erzählt. Hat ihn ziemlich umgehauen. Und eine Serviette. Ups, 2. Bitteschön. So, das macht 12 Euro. Ja, stimmt so. Dankeschön. Schönen Abend noch. Bis morgen. Danke. Schönen Abend. Weit verdientes Geld.